Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Harran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Harran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Harran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harrans Tage sind gezählt. So, herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, hier bei Tiger Steel. So. Ja, wie ihr seht, habe ich hier Dying Light besorgt. Ich habe hier noch zusätzlich drei Codes bekommen. Einmal das hier. Einmal das hier. Und einmal das hier. So, starten wir. So. Das Hauptmenü hier sieht ganz geil aus. Kampagne spielen. Neues Spiel. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRE die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRE erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen: Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRE-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Okay. Wow. Das sieht so fantastisch aus, Leute. Passt einfach alles. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Autsch. Rückzug! Rückzug! Zombies.
Komm, wir müssen los! Oh shit, aber der hat mich doch gesehen, wie ich gebissen wurde. Ah. Er muss runter von der Straße. Oh shit. Mach die Tür auf! Das ist nicht mal ein Zombie-Spiel. Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Von hier sind wir gekommen. Scorpion Aldemir. Ah, die Tür wahrscheinlich, ja. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss! 31, okay. Ich will hier nur den Untertitel noch einstellen. Ja. So, das ist schon mal gut. Ja. 31, das ist deine Nummer. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Okay. 31 Infizierte und 19 Kurier. Dem ist Amir jetzt 31 Infizierte. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Und du bist? Crane, 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Sorry, VIP. Melden Sie sich beim Boss in Raum 190. Ja, das ist hier aber... Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Von wo wusstest du das? Boss? Ah, hier bist du, Boss. Was hat denn hier gezeichnet? Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen das den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Ja. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Okay, weißt du, wofür danke. Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich.
Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Oh, schon. Ich dachte schon. Ich bin nicht faul. Na, das werden wir früher oder später noch sehen. Die Atmosphäre hier gefällt mir auch. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Doki. Wir sind ja einige draufgegangen. Gerade den Babywagen anschauen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Ich habe keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Mit der 2, ja. Ich komme, wo steckst du? Oh shit. Shit. Hab ich den Kopf weggeschlagen oder wie? Oh shit. Ich komme. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Wieso? Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Ja. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31. Du hast was gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut. Ich schicke Lena runter. Kümmern Sie sich um Mark. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Ja. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine kleine Sekunde. Haben wir hier was? Ah, der Schnupp haben wir auch. Ganz gut. Komm, geht nicht auf, okay. Oh. Ein verdammt Verbandszeug, wo sind die, Mann? Wo sind diese Scheißteile? Also hier. In der Küche. Hier. Im Kühlschrank. Alkohol. Alles Einte.
geht auch nicht auf. Okay, hier habe ich das Zeug geholt. Ich habe hier noch einen Raum. Laut der Karte. Hier rein. Da, von hier. Wahrscheinlich hier hängen. Ja. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Ich bin hier. Yes! Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Oh, danke, Lena. 99 Luftballons. Ah. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich hier falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Ich muss mal schnell was einstellen. Ja, hier. Da kann ich auch durch. Ja, das Spiel gefällt mir bis jetzt. Das Spiel gefällt mir wirklich tatsächlich. Ich habe jetzt einfach mal gehofft, mal wieder ein Zombie-Spiel, der wirklich Spaß macht. Okay. Und Dying Light ist dein Favorit-Kandidat momentan. Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. So, Rahim? So, reicht es? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was ich... Jetzt bin ich gespannt, was ich hier für Kleider habe. Boah, ich freue mich schon auf die ersten Parkour-Szenen. Hier sind die Klamotten, okay. Das ist die Verstecke, können sie sich umziehen und Dinge lagern, die sie gerade nicht benötigen. Wenn sie zu Überleben der höhere Ränge reichen, erhalten sie Zugang zu neuen Outfits, okay. Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Fitnessbereich? Was soll denn das heißen? Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Okay. Wie steigt ein Zombie? So, jetzt machen wir no pain, no gain hier. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Oha. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Sie benutzen die Sprungtaste als physische Bewegung. Schauen Sie eine Karte an und haben Sie die Sprungtaste gedrückt und Sie. Aha. Okay.
dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Ah, ich kann hier oben, okay. Oh, shit. So. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Was echt jetzt? Ah, ah, Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Was muss ich drücken? Hier. Okay. Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Okay. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Hänggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Opa. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Okay, danke für das Kompliment. Was? Muss ich hin? Und jetzt? Okay, und jetzt? Ah. Also gut, drauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Okay, ich muss hier nur schauen. Mein Lieblingstrick, Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Was muss ich hier tun? Ah. Okay. Das Game ist einfach. Oh shit, das war jetzt knapp. Lalalalala. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Ey, Junge. Sorry Leute, dass ich so schlecht spiele. Das ist heute mal zum ersten Mal, dass ich das Spiel... Okay, jetzt. Ich hab vergessen, dass ich gedrückt haben muss. Überbewertet. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. War das jetzt eine Ironie oder? So Leute, ich mache hier mal eine kurze Pause. Danke fürs Zuschauen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergehen wird. Und teilt das Video, kommentiert es, abonniert mich und gebt ein Like. Ciao zusammen.